Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Im letzten Part haben wir es ja, also seit dem letzten Part haben wir es ja geschafft, ins Innere des Rieseneisbergs zu kommen. Und befinden uns nun im Eispalast, eine Art Schloss mitten im Inneren der Höhle. Und in diesem haben wir im letzten Part gerade etwas entdeckt, was uns alles schockiert hat. Und zwar, muss ich auch sagen, dass der Ton ein bisschen lauter ist und du kommst nicht ins Team, wir haben schon eins. Ein Galapagos haben wir schon, meine ich. Wir haben nämlich, ich glaube, eine Ebene davor jetzt gerade, schwebende Kristalle gesehen zuerst. Und dann haben wir diese Frismen entdeckt. Ganz besondere Schätze, die Sprachaufzeichnungen machen kann. Das heißt, man spricht da rein und dann plötzlich, du tust mir weh. Und plötzlich spricht es einen nach quasi, wenn man das Frismen wieder erwärmt und dann die Stimme herauskommt. Und wir haben eine bereits gemachte Nachricht gefunden, und zwar von Keldeo, dem ehemaligen Freund von Viridium. Das heißt, Keldeo hat zum zweiten Mal gelogen. Einerseits hat er zuerst Viridium erzählt, er wäre auf dem Riesengletscher, dann kam der Brief, um zu sagen, nein, ich bin, es war nur eine vorgetäuschte Aktion, das heißt, ich wollte dich eigentlich nur loswerden, bin doch nicht hier, aber anscheinend ist der gute Keldeo doch hier gewesen. Und wer weiß, vielleicht finden wir ihn ja hier noch. Er ist ja damals verschwunden. Also, es ist sehr verwirrend. Er hat einen Nachweis gegeben an einen zukünftigen Abenteurer, der genau seine Sprachnachricht finden sollte. Und genau die kam bei uns an. Und ich bin gespannt, was nun passiert. Wenn wir Keldeo wiederfinden, und Gott, was ist das denn für eine Armee, bitte? Psyander, hilf mir mal ein bisschen. Denn das könnte wehtun hier. Das Gute ist, ich bin ja heute im Vorteil mit meiner V-Welle. Und du hast dich gerade vorgedrängt, mein Freund. Das muss bestraft werden. Und das war viel Schaden. 106 KP, alter Schwede. So viel Schaden habe ich, glaube ich, noch nie erreicht. Gut, sieht wahrscheinlich nur an der V-Welle. So, Eispalast EC, ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern. Dann sollten wir durch sein. Aua. Der Aufruhr kommt so weit. Schütze ich dich tot. Und da kommt Rückzug hier, und das reicht nicht, wollte ich gerade sagen. Okay. Okay, es trifft nicht alle anscheinend, warum auch immer. Ich mache so viel Schaden mit der V-Welle, die möchte ich öfter haben. Die ist so cool. Das schöne Volltrefferband gibt es ja auch noch, wie ich gerade sehe. Gibt auch verdammt viele Galapaflossen, haben wir gerade noch gesehen, aber ist ja auch egal. Und Geld, das ist nicht egal. Das nehmen wir nochmal mit und dann sind wir fertig. Oder zumindest erstmal in der Mitte des Dungeons, okay. Auch gut. Items, was haben wir alles zum Ablegen? Singebären haben wir noch, oh, ein paar viele haben wir eingesackt. Zwei dazu, das heißt, wir hatten, normalerweise nehmen wir jetzt 8 Singebären mit, wir hatten jetzt noch 2 dazu bekommen, also hatten wir 10 dabei. Top-Elixiere kann ich auch weglegen. Ich brauche noch ein Flieger-Op, Appell-Op, Chaos-Op und Vital-Op kann auch weg. Sieht es gut aus so? 4 Bänder, 8 Singebären, eine Pisselbeere, eine Heilsamen, 2 Belebersamen, ein Schlafsamen, 3 Top-Elixiere und ein Flieger-Op. Und noch ein bisschen Geld ablegen. Wir haben schon über 6000 Poké gesammelt. Das ist ja schon mal nicht so wenig, muss ich sagen. Warte mal kurz. Ist die V-Welle noch gleich? Ja, sehr gut. Jetzt ist die Frage, bleibe ich jetzt bei dem Einsatzteam? Ich wollte mal gucken, ob es jetzt Sinn macht, das umzustellen. Jetzt haben wir Psyander und Viridium dabei. Zuroa tauchen hier anscheinend nicht mehr auf. Das ist natürlich ein guter Vorteil für uns. Das heißt, Psyander kann eigentlich im Team bleiben. Ich glaube, das mache ich auch. Ich lasse das einfach so. Bis jetzt hat das doch ganz gut funktioniert so zusammen. Dann können wir doch auch so wunderbar zusammen weiterreisen. Eispalast E11. So, und gleich wieder ein bisschen Geld mitgenommen und weiter geht's. Galapafloss, Mann, habe ich dich vermisst. Habe ich ja schon lange keins mehr gesehen. So. So schön, dass es die V-Welle gibt. Ach, ist das schön. Eigentlich eine ganz gute Einführung. Gerade vor allen Dingen, wenn ich davon profitiere. Das war viel. Das war die Kombination Donnerwelle und Elektroball. Also wenn der Gegner paralysiert ist eigentlich. Und dann macht Elektroball schon eine Menge Schaden. Das waren gerade 80 Schaden. Das war viel. Ja, dich nehme ich auch mal drauf. Nee, du kriegst keinen Spitznamen. Ich habe noch böse Erinnerungen an dich. Damals, als du und dein Kumpel Domizel entführt hast. Ja. Du wolltest ihn in eine Falle locken. So, dann kannst du mal nach Hause. Da unten wartet noch ein Item auf uns. Das ist eine Marombeere, okay. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. So, was gibt's noch so hier? Ein Vibrana. Wasserregen, das ist ja schön. Und ich treffe nicht, das ist wieder auch schön. Und du triffst mit Superschall, das ist auch schön. So, erstmal Paralyse, was überhaupt nichts bringt beim Boden-Pokémon. Deswegen macht Elektrobau auch kaum was, aber ich möchte ungern hier
die ganze Zeit kapier wieder. Und Viridium hat gleich richtig Spaß mit Galopperfloss, glaube ich. Falls es denn soweit kommt. Ja, super. So, Viridium. Ach, das kommt gar nicht zum Zauberblatt. Ich hätte gerne den Schaden gesehen. So, kannst du mich mal bitte wieder... Okay, das ist blöd. Wenn Pikachu ausgerechnet die Richtung erwischt. Nein, nicht mich! Das ist natürlich noch gefährlicher. Ja, das ist jetzt super. Ich würde sagen, dass ein Heilsam heilt ja auch Verwirrung, meine ich, ne? Dann gebe ich das jetzt mal Pikachu, bevor er noch andere Freunde angreift. Und ihn lieber mit Bran angreift. Das ist viel besser dann. Okay, jetzt bin ich auch wieder geheilt. Double Heap. So. Dö. Erstmal Level 23, das ist ja auch in Ordnung. So. Ich kann jetzt erstmal gleich ganz in Ruhe meine KP heilen. Ich brauche jetzt keine Singleberry einsetzen, auch wenn wir ganz schön viele übrig haben. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt zu riskieren, dass wir jetzt einen Belebersamen verschwenden. Oh, was soll ich denn sagen? Ich muss kurz Cut machen. Ich habe die Tür nicht richtig zugemacht. Die ist gerade aufgegangen von selbst wegen dem Wind. Okay, meine Lieben, bis gleich. Ja, so, da bin ich wieder. Es ist mir noch nie passiert während der Aufnahme, dass ich... Oh, das war noch gar nicht fertig. Okay, dass ich die Tür nicht richtig zugemacht habe. Und da kommt nochmal das Pokémon auf uns zu. Und das tut weh. Das ist blöd mit dem Aufruhr. Schnell weg. So, geh lieber weiter gleich. E12, gut. Muss erstmal eine sichere Stelle finden, wo ich meine KP auffüllen kann. Das sieht gut aus. Hier bin ich auch ganz gut geschützt. So. Das ist wieder voll. Die anderen Pokémon sammeln erstmal Items ein. Das ist auch kein Problem. So. Soll ich da Geld einsacken? So. Ach, hier habt ihr euch alle verstärkt. Okay. Aber ihr habt keine Chance gegen mich. Und ihr merkt noch nicht mal, dass wir da sind. Was ist denn eine Frechheit? Gewissheit. Oh Gott, 121. Gut, das war ein Volltreffer. Deswegen hat so viel Schaden gemacht. Und wir haben uns deswegen nicht gesehen, was ein Gang war. Da ist natürlich die Sichtreichweite jetzt nicht so hoch. So, hier geht schon mal nicht weiter. Ich folge gerade dem einen Gladiantri. Und bleibt immer bitte nicht zurück. Das wäre unschön. Danke. Oder war ein Item. Hätte ich mir auch gleich sagen können. Top-Elixier nehme ich mal mit. So, Treppe ist hier nicht. Hier sind nur Wunderfelder. Okay. Hier geht's auch nur weiter. So, und hier. Hallo Gladiantri, na? So. Ach, ist das schön. Ich liebe die V-Welle. Aber nur, wenn sie für mich ist. Und nicht für irgendwelche anderen Kampf-Pokémon, die hier irgendwo rumlauern. Wie Linfu zum Beispiel. Ich schlitze dich zu Tode. Kriege ich jetzt? Nee, Psyana. Ach so, okay. Ich möchte nämlich unbedingt gerne mal meinen Drachentanz haben. Das wäre so cool. Und mir richtig schön viel Schaden verursachen. Den kann man nämlich immer wieder einsetzen, da auch mit dem Drachentanz der Angriff und der Initiative steigt. Das ist ein saugroßer Vorteil, denn wenn ich das einmal einsetze, bin ich wie gesagt eine Runde schneller und kann somit noch einmal den Drachentanz in derselben Runde einsetzen. Und da ich das dann gemacht habe und die Initiative somit verdoppelt ist, kann ich das dann noch einmal einsetzen und dann nochmal und dann nochmal. Und das tut weh und das ist zu viel Schaden. Mit 9 KP muss ich nicht riskieren, dass du jetzt noch K.O. gehst. Genau deswegen habe ich so viele Singlebären mit. Und deswegen... Okay, ich muss dich erstmal bändigen. So. Du bist jetzt mal ganz ruhig, mein Freund. Du machst mir ein bisschen zu viel Aufruhr hier, im wahrsten Sinne des Wortes. So, gut. Konfusion wieder normal. Hier geht's nicht weiter. Ich muss mal links gucken hier. Unten links. Hier vielleicht. Nee, aber hier geht's weiter. Hier ist die Treppe. Okay, hier ist auch ein schön großer Raum. So, gut. Von dem Mibrana muss ich mich... Achso, jetzt sind wir hier draußen. Von dem Mibrana muss ich mich in Acht halten. Oder wie auch immer. Gerade wegen Pikachu, das könnte gefährlich werden. So, jetzt erstmal die ganzen Gladiantri besiegen. Oder auch nicht. Das ist nämlich ein Trugbild. So, Rohan. Sie haben halt ganz andere Probleme gerade. Endlich kriege ich mein Level ab. Kommt schon, bitte. Dann kriege ich meinen Drachentanz. Noch nicht anscheinend. Oh, schade. Und die Werte steigen mal wieder in grandioser Geschwindigkeit. Man kann es hier gerade sehen. Ich kann es glauben, aber guck mal, schon ist es das Ganze beendet. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ach ja. So, das ging auch schnell. Das ging jetzt wirklich schnell, muss ich sagen. Dann kann es hier jetzt weitergehen. Gut. E14, ich wohl auch nicht. Wo bin ich jetzt? Nanu? Hier ist es auf einmal so dunkel. Sind alle in Ordnung? Ja, alles bestens. Mir fehlt auch nichts, aber... Zwirrt. Was war das eben für ein Geräusch? Zwirrt war das, Flupsi. Es war ein Zwirrten. Klingt, als würde jemand etwas über den Boden schleifen. So etwa. Leute, pass auf.
Okay, es klingt anders. Oh Gott, Golgantas. Das ist ja riesig. Das heißt auch Golgantas, ne? Von Riese und so. Was ist das? Was ist das? Das Geräusch vorhin waren also die Schritte dieses Pokémon? Wir sind umzingelt. Und zwei Frigometi auch noch. Sie greifen an. Bosskampf-Time. Yay. Endlich mal wieder. Bildschirm ist auch hoffentlich gerade. Sehr schön. Ich bin jetzt... Warum? Was mache ich denn jetzt hier unten? Okay. Gut. Jetzt schon lange kein Boss-Battle mehr. Freue ich mich also. So, du bist jetzt bei einem Frigometri, wie ich gerade sehe. Setz doch erstmal auf die Donnerwelle. Psyana kann dich unterstützen. Ne? Bist du da? Ja, du hilfst mit. Gegen ein Eis-Pokémon. Lass den Ruckzuck mal draußen. Sternschauer kann weg. Südstrahl ist noch stärker. Okay. Und du, Viridium, hast, glaube ich, gleich direkt mit... Ich kann nach Terra und Domiesel übrigens nicht steuern. Das ist natürlich blöd, weil die beiden genau die sind, die gerade gegen Golgantas kämpfen. Viridium, rechte Hand. Das wäre jetzt richtig praktisch. Dann kannst du auch gerne Ruckzuck einsetzen und mir helfen bei Frigometri. Obwohl immer die V-Welle vom Typ Drachen aktiv ist. Doppelhieb. Und das war genug Schaden. Mach mal schön rechte Hand und wir kriegen noch richtig schön viele Angriffspunkte. Dankeschön. Hier als Supporter kann Viridium hier richtig gut reinhauen. Kann ich euch alle also nur davon überzeugen, hoffentlich. Mal sehen, wie viel Schaden nach Tara und Domiesel gleich machen können. Okay. Das, alter Schwede. Ist das gerade dein Ernst? Ich hätte Domiesel mal mitnehmen sollen. Es war nämlich noch Level 8. Anscheinend hat es gerade nicht geholfen. Hat gerade 50 Schadenspunkte bekommen durch den Folterer und war besiegt. Aber da es denn offiziell nicht zum Einsatz gehört, hat es somit auch keinen Belebersamen verschwendet. Das wird dann wohl auch für nach Tara gelten. Deswegen ist es so schlimm. Aber hätte ich Domiesel mal mitgenommen, in früheren Wegen, sollte ich mir mal merken. Und das war gut. Ach Gott, das Unterbinder. Eine Fähigkeit, eine ganz besondere. Okay, das tut weh. Das merke ich mir mal für die Zukunft, dass man auch die anderen Pokémon mal mitnimmt, dass sie Erfahrungspunkte kriegen, dass Domiesel dann nicht auf Level 8 ist, sondern vielleicht auch ein bisschen stärker. So. Jetzt blöd mit Flupsi, dass du jetzt verwirrt bist. Psyana, bleib mal beim Ruckzucki lieber. Obwohl Psystra ist natürlich auch eine Fernattacke. Du hast jetzt genug rechte Hand eingesetzt. Bei Golgantas sollst du jetzt bei Zauberblock bleiben. Das ist effektiv. So, Tara kann ich hier eh nicht steuern. So, Doppelhieb-Time. Gott, macht das viel Schaden. Danke an die rechte Hand. Das macht richtig schön viel Schaden. Ach, ist das cool. Ja, das hilft dir nicht. Der hat ganz viele Teamfähigkeiten, wie ich gerade sehe. Sowas wie Trotzkopf und Unterbinder, das können wir selber bekommen, wenn wir ein paar dieser Schatzboxen, die wir finden, also einsetzen, wisst ihr? Und Frigometri ist ja schon besiegt, okay? Das ging ja schnell. Gut, das war's. Puh, irgendwie konnten wir sie vertreiben. Oh, ein eisiger Wind. Ist das ein Windstoß? Wind? Wind, sagst du? Wir sind hier in einer Eiskuppel. Wir befinden uns also im Inneren. Wie sollte da ein Wind wehen und woher? Kuppel hin und her, der Raum ist riesig. Da kann sich die Luft schon mal bewegen, oder? Ich habe auch einen Luftzug gespürt. Es war aber nur ein schwacher Windhauch. Ich habe es auch gespürt. Na? Mir schien es so, als würde er in diese Richtung wehen. Okay. Dann vermute ich doch mal, dieser Weg führt zum Gipfel. Wenn wir diesen Weg weiter folgen, finden wir vielleicht etwas. Gehen wir. Gut. Ich habe meinen Bildschirm erfolgreich angespuckt. Das habe ich jetzt nicht gesehen, wie ich das jetzt wegwischen konnte. Gerade im Blackscreen. Das ist sehr praktisch. Oh. Hör auf zu keuchen, Domiesel. Das ist ein bisschen komisch. Gut, ich muss den Part gleich beenden. Das ist jetzt schon vorbei. Domiesel, alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Entschuldigt bitte, dass ihr wegen mir warten musstet. Ja, nur kurz, ne? Die paar Sekunden, ne? Was soll's? Wir werden irgendwie langsamer. Ist es noch weit? Seltsam. Wieso sind alle so außer Atem? Viridium! Leute? Wieso bekomme ich kaum Luft? Ist das nur mit mir los? Ich habe keine Ahnung. Fnupa, dir geht es gut? Verstehe, das freut mich. Aber der Rest kann sich kaum rühren. Das darf doch nicht wahr sein. Dabei sind wir so weit gekommen. Aber es ist zu anstrengend. Ich kann einfach nicht mehr. Wow, alle kippen sie um, außer Domiesel, der kann nicht umkippen. Leute! Was soll ich nur machen?
dann wird es auf einmal auch so ganz dunkel. Ah. Kyurem. Das legendäre Pokémon. Ist er riesig? Ist das ein Feind? Ausgerechnet jetzt, wo alle außer Gefecht gesetzt sind. Na gut, da muss ich wohl allein ran. Oder auch nicht. Und jetzt? Okay, wo sind wir? Wo bin ich? Flupsi! Alle stehen wieder auf, okay? Leute! Wie haben wir doch vorhin schon gekämpft? Hat er etwa alle gerettet? Das ist die große Frage, mein Lieben. Ich glaube, ich mache es lieber so, dass ich jetzt den Part beende. Dann kann ich eben noch... Ich habe eigentlich nicht mehr gerechnet, dass ich jetzt noch einen Part aufnehmen sollte. Ich mache es doch lieber. Mein Lieben, das war's dann für heute. Schöner Cliffhanger. Einfach mal eben so ein taucht Kyurem auf. Na, sehr interessant. Wir sehen uns im nächsten Part, was dann jetzt weiter geschieht mit uns. Warum wir plötzlich so eingesackt sind und warum Kyurem jetzt aufgetaucht ist. Das sehen wir als im nächsten Part, meine lieben Freunde. Also bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.